Ja, herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz nach der Videoschalte des CSU-Parteivorstands mit dem CSU-Vorsitzenden Ministerpräsident Dr. Markus Söder und unserem Generalsekretär Markus Blume. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir hatten heute im Parteivorstand das erste Mal virtuell ein spannendes, aber sehr lohnendes Verfahren, die wir hatten und mit großer Einstimmigkeit. Der gesamte Parteivorstand trägt den Kurs, den wir dieser Tage fahren, wie auch die Mehrzahl der Bevölkerung, gut mit. Deswegen auch Danke nochmal an allen, die sich heute eingebracht haben. Im Mittelpunkt stand natürlich die Corona-Strategie der Zukunft. Man kann für heute vermelden, dass die Konsequenz, mit der Bayern entschieden hatte, und die Geschwindigkeit richtig war. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Während es national in einigen Ländern wieder etwas nach oben geht, während wir in einigen anderen Ländern in Europa nach wie vor dramatische Entwicklungen haben, können wir sagen im Moment, dass die Situation in Bayern auf einem sehr guten Level sich eingepegelt hat. Der Risiko der Reproduktionsfaktor, der die entscheidende Zahl ist, bewegt sich im Moment in Bayern bei 0,57. Das heißt deutlichst unter 1. Und die Zahl der Neuinfektionen sind auch angemessen an dem, was wir immer am Wochenende abziehen müssen, auf einem Niveau etwas um die 1% jetzt fast im Schnitt. Also das sind sehr, sehr gute Zahlen. Die Gefahr besteht aber, dass dies nicht so bleibt. Alle Veränderungen, alle Kontakterleichterungen werden uns natürlich vor die Herausforderung stellen, dass möglicherweise die Zahlen wieder nach oben gehen. Wir waren uns alle einer Meinung, dass wir das Szenario eines Rückfalls sehr ernst nehmen und dass es nicht zulässig ist, Experimente mit der Gesundheit zu machen. Also alle so Theoriedebatten, die es gibt um Herdenimmunität und ähnliches mehr, sind wir sehr, sehr skeptisch und zurückhaltend. Und wir halten es für falsch, den medizinischen Rat einfach zu ignorieren. Der medizinische Rat von Virologen hat uns gut durch diese Krise bislang geführt. Ihn jetzt zu ignorieren oder jetzt einfach nicht zu akzeptieren, würden wir für unglücklich und falsch halten. Es würde übrigens auch das Vertrauen in die Bevölkerung fundamental untergraben, weil wenn wir bislang auf Virologen gehört haben, können wir nicht einfach sagen, jetzt wo es etwas besser ist, hören wir nicht mehr darauf. Man hört auch persönlich, wenn man krank ist, auf den Arzt nicht nur, wenn man die akute Krankheit hat, sondern wenn man auf dem Weg der Besserung ist. Man soll doch Nachsorge und Therapie der Ärzte wahrnehmen. Und das gilt für alle, die die Debatten unglaublich schnell auf Daten fixieren wollen. Mit Corona kann man keinen Kompromiss machen. Man kann nicht wie in einer Koalition einen Kompromiss schließen, zu einem bestimmten Zeitpunkt hörst du auf, gefährlich zu sein. Das Gegenteil ist der Fall. Wir spüren auch nach all den Daten, die wir haben, natürlich eine hohe Betroffenheit der älteren Bevölkerung, nach wie vor in den Todesfällen ziemlich eindeutig. Aber auch Jüngere, die von Corona betroffen sind, haben lange zum Teil Behandlungen. Und bei vielen können, so sind die ersten Anzeichen der Mediziner, auch erhebliche Schädigungen für das Lungenvolumen dahinterstehen, die dann nachfolgend und lange Zeit auch eine entsprechende Belastung sind. Also Umsicht ist gefragt. Langsamer, dafür sicherer. Wer überstürzt Entscheidungen trifft, muss sie am nächsten Tag korrigieren. Wer zu schnell die Schule öffnet, muss sie am nächsten Tag vielleicht wieder schließen. Wir haben alles im Blick, und das war auch heute der Ansatz, wir haben alles gesammelt an Herausforderungen und versuchen ein Gesamtkonzept zu machen. Wir müssen das Leben mit Corona planen. Ein Leben ohne Corona wird es vorerst nicht geben, also müssen wir es umsichtig planen. Wir brauchen Perspektiven, wir brauchen Zeitachsen. Ob die Zeitachse immer eingehalten wird, hängt schlicht und einfach vom Infektionsgeschehen ab. Und wir brauchen regionale Differenzierungen. Es kann sein, dass an einer Stelle ein Lockdown wieder notwendig ist, wenn es schwieriger wird. Das muss aber nicht gleich für das ganze Land gelten. Wir haben jetzt Bayern gut in diese Situation, bislang durch die Situation geführt. Es kommt jetzt auch darauf an, den Bereich aus dem Lockdown klug und verantwortungsvoll zu machen. Heute ist ein Riesenschritt dazu getan, ein Riesenschritt. Heute sind 80% des Handels in Bayern wieder geöffnet. Allerdings mit einer Auflage versehen, mit Masken. Wir erleben es im ÖPNV und auch im Handel. Erleichterung gegen Schutz. Nach unseren ersten Hinweisen scheint das gut zu funktionieren. Und wir hoffen, dass sich das in den nächsten Tagen noch weiter bestätigt. Wir haben in dieser Woche dann den zweiten Schritt, am Donnerstag eine Ministerpräsidentenkonferenz. Da werden wir beraten über die Erfahrungen.
Das Problem ist immer, dass wir für jede Erleichterung eigentlich in diese Zeitphase brauchen, um abschätzen zu können, wie wirkt es, wie herausfordernd ist es oder bleiben die Zahlen halbwegs unter Kontrolle. Ich sage sehr offen, wir werden uns über weitere Maßnahmen dann des Handels überlegen. Wir haben auch ganz klar die Überlegung, dass beispielsweise Gastronomie bis Ende des Monats Mai möglich ist. Da gibt es unglaublich viele Ideen. Wir sollten aus der Ungeduld einiger Kreativität entwickeln. Diese Ungeduld heißt, Ideen zu entwickeln, wie man es möglichst intelligent und schutzmäßig erreichen kann. Bei der Gastro ist es zum Beispiel relativ eindeutig, das wären 2 Wochen nach Österreich, damit wären wir immer im gleichen Zeitrahmen. Was mir aber ganz wichtig ist und ehrlicherweise noch wichtiger als die Frage 800 Quadratmeter beim Handel, ja oder nein, ist die Situation der Familien. Mein und unser Schwerpunkt, mein und unsere Priorität liegt in den nächsten Tagen daran, Konzepte zu arbeiten und bis spätestens nächste Woche zu präsentieren, die vor allem die Situation der Familien wahrnimmt, und zwar aller Generationen. Dazu gehört eine klare Konzeption für die Schule, für Kita und auch eine ganz sensible Entwicklung für Alten- und Pflegeheime. In Alten- und Pflegeheimen hat der Schutz der älteren Generation absolute Priorität, aber wir werden versuchen, mit einem weiterentwickelten Schutzkonzept Möglichkeiten zu entwickeln, dass beispielsweise gegen die Einsamkeit auch vorgegangen werden kann. Das heißt, wir müssen überlegen, ob in welcher Form es sehr, sehr reduziert mit entsprechend hohen Schutzauflagen auch einmal Einzelbesuche geben kann von einer festen Kontaktperson. Auch dort, dies wird im Laufe der Woche diskutiert. Zweitens, Schule. Wir fangen heute mit den Prüfungen an, den großen Prüfungen Abi und anderen. Wir hoffen sehr, dass das funktioniert. Wir können aber dabei nicht stehen bleiben. Eigentlich sollte das Ziel sein, dass vor Pfingsten jeder Schüler zumindest einmal wieder in der Schule war. Das heißt, wir sollten Konzepte entwickeln und die Pädagogen, ich habe heute Vorschläge gelesen, ob das jetzt von Herrn Meidinger ist, Frau Fleischmann, Herr Schwegel, viele andere, sind sehr kluge pädagogische Konzepte schon in der Diskussion. Wir müssen jetzt aufeinander abstimmen und mit den Interessen von Eltern und Schülern perfekt verzahnen. Ich kann mir vorstellen, eben die Reduktion auf die Kernfächer, Unterrichtsfrüh und Nachmittag, möglicherweise jeden zweiten Tag zu machen, das aufeinander abzustimmen, ist jetzt die Aufgabe der nächsten Tage. Das Kultusministerium und der Kultusminister, der jetzt zwar nicht Mitglied des Parteivorstandes der CSU ist, aber der arbeitet da schon sehr, sehr klug und umsichtig daran. Wir werden das jetzt in den nächsten Tagen überlegen, wie lässt sich das vernünftig umsetzen. Jedenfalls so wie in einigen anderen Ländern, dass man eine Schule öffnet und sie dann 2 Tage später wieder schließen muss, ist nicht das Ziel. Ganz langsam, vorsichtig wieder heranführen an den Schulalltag, aber mit allen maximalen Schutzmaßnahmen. Das Gleiche gilt auch für den Bereich der Kita. Ich bin bei der Kita auch der festen Überzeugung, wir überlegen und prüfen nochmal ganz genau, sind wirklich die Kleinsten diejenigen, die in der Übertragung stärker sind? Oder es ist so, wie manche derzeit medizinisch vorgeben, dass sie vielleicht nicht so stark davon betroffen sind. Wenn sich das bestätigt, und da brauchen wir nochmal eine Einschätzung, auch vom RKI aus Berlin, wenn sich das so bestätigt, kann man bei der Kitas einen schnelleren Weg gehen, natürlich in Schritten, aber einen schnelleren Weg. Mir ist zum Beispiel wichtig, auch da flexible Konzepte zu entwickeln. Ich glaube, es ist dringend notwendig, dass wir beispielsweise Eltern-Kind-Gruppen, wo vielleicht 2 Elternteile, also 2 Familien miteinander überlegen, Kinder zu betreuen, ermöglichen sollte. Allerdings halt dann als eingetragene Betreuungsangebote, die dann auch im Zweifelsfall von Gesundheitsbehörden nachvollziehbar sind. Auch das wird im Laufe der Woche diskutiert mit der Fachministerin, aber auch auf Bundesebene, um da einen nächsten Schritt zu erreichen. Also für uns ist die Familie und die Familienbeziehungen Kinder, Eltern, Großeltern steht im Mittelpunkt dieser Woche, in der wir uns genau überlegen müssen. Ein letzter Punkt, der dazu gehört, ist das Thema Wirtschaft natürlich. Wir haben jetzt umfangreiche Programme aufgestellt. Also das, was jetzt an Soforthilfen und an Bürgschafts- und Kreditprogrammen ist, ist das Größte, was Bayern seit dem Zweiten Weltkrieg gemacht hat. Es ist aber wichtig, dass das ankommt, da wo es hin soll. Da gibt es meiner Meinung nach noch Nachbesserungsbedarf. Wir müssen schauen, dass die Soforthilfen schneller und zügiger ausgezahlt werden als bislang.
Wir müssen zweitens schauen, dass die Kreditprogramme, die von der LFA in Bayern abgesichert werden, auch von den Hausbanken angenommen und umgesetzt werden. Deswegen ist es zum Beispiel auch entscheidend, dass wir da möglicherweise Clearingstellen, auch Telefone haben, um da miteinander einen Prozess zu matchen zwischen Hausbank und Förderbank. Und wir müssen uns überlegen auf Bundesebene, da sind wir uns einig, wie wir nach der Durchhaltephase eine Durchstartphase organisieren können. Dies ist dann ein Konjunkturprogramm. Die Woche findet ein Treffen über Video der Automobilländer statt, also der Haupt der Produktionsländer vor allem in Baden-Württemberg und Niedersachsen. Wir wollen ein Konzept als Vorschlag an die Bundesregierung übermitteln, wie wir beispielsweise beim Automobilbereich dies erstärken können. Und wir müssen uns sehr klug überlegen, wie wir die einzelnen Instrumentarien einsetzen, zum Beispiel bei der Lufthansa. Ich glaube, es ist eine wichtige Aufgabe, dass die Kompetenz und die Stärke und die Kraft der Lufthansa auf Dauer erhalten werden kann. Aber wir dürfen kein reines verstaatliches Konzept machen. Die Lufthansa soll nicht verstaatlicht werden. Sollte der Staat sich entscheiden, beispielsweise dabei zu sein, dann ist es wichtig, dass er wie ein stilles Beiboot die Lufthansa begleitet, aber nicht das Sagen auf der Kommandobrücke bekommt, denn das würde auf Dauer der Lufthansa nicht nützen. Und wir müssen schauen, dass wir nicht andere Staaten aus vielen anderen Ländern daran beteiligen lassen, sondern schon uns darauf konzentrieren, dass es ein kräftiges Unternehmen auch in der Zukunft bleibt, mit Unterstützung. Also die Lufthansa zu retten ist elementar, hat eine hohe Priorität, aber eben nicht in Form einer reinen, kompletten Verstaatlichung. Letzter Satz. Wir sind eine freiheitsliebende Partei. Und Bayern ist ein freiheitsliebendes Land. Wir heißen auch Freistaat. Freistaat bedeutet, dass es eine Balance auf Dauer ist. Natürlich ist uns klar, keiner will jemand einsperren. Ganz im Gegenteil. Wenn man sieht, wie draußen alles möglich ist, dann sieht man die Freiheit jetzt schon. Aber die Balance zu halten von Freiheit und Sicherheit, das ist jetzt die Kernaufgabe. Das Feintuning vorzunehmen. Ich rate uns dazu, an der Stelle Geduld und Kreativität in die richtige Balance zu setzen. Wir haben echt total Glück gehabt als Bayern und Deutsche, wirklich total Glück gehabt, dass uns das Schicksal anderer spart geblieben ist. Wir sollten jetzt nicht aus parteitaktischen Motiven oder weil wir möglicherweise nicht die Geduld besitzen, diesen Vorsprung verstolpern. Länder wie Singapur machen ein Auf und Ab. Länder wie Schweden kommen immer mehr in die bedrohliche Situation. Eine Stadt wie Stockholm hat ganz andere Todesraten als eine Stadt wie München. Deswegen klug agieren, auch zu lernen aus der Krise, zu verbessern, was zu verbessern ist, aber umgekehrt übrigens auch das anzunehmen, was gut war. Das, was wir jetzt in Corona gelernt haben, sollten wir nicht wieder verlernen. So war die heutige Videokonferenz zum Beispiel eine echt hervorragende Gelegenheit. Die Wortbeiträge waren genauso lang wie immer, aber sie waren trotzdem sehr konzentriert und sehr gut. Und deswegen, glaube ich, war das eine gute Sitzung. Und deswegen wollen wir auch jetzt durch den Generalsekretär auch Vorschläge machen, wie wir in diesem Jahr Parteitage stattfinden lassen können, aber eben anders als sonst, spannender und vielleicht genauso gut. Danke. Ja, ich darf mich nahtlos anschließen. Diese Parteivorstandssitzung, die erste seit vielen Wochen. Corona-bedingt hatten wir pausiert, aber jetzt sind wir wieder voll da. Wir haben in diesem Parteivorstand natürlich umfänglich beraten über die Fragen, wie wir weiterhin gut durch die Corona-Pandemie kommen. Ich kann sagen, sämtliche 20 Wortmeldungen, die es gab, haben den Kurs des parteivorsitzenden Ministerpräsidenten umfänglich unterstützt. Das heißt, hier sehr hohe Geschlossenheit auch, was das weitere Vorgehen in Bayern und Deutschland angeht. Klar ist, wenn wir nun sehen, dass in den kommenden Wochen und Monaten ein schnelles Zurück zu den normalen Verhältnissen auch mit Präsenzveranstaltungen nicht möglich ist, müssen wir aber jetzt auch Parteiarbeit neu denken. So wie wir heute begonnen haben mit der Premiere der ersten virtuellen Parteivorstandssitzung in der Geschichte der CSU, und das sind immerhin 75 Jahre, so werden viele andere Dinge in den nächsten Wochen und Monaten ganz selbstverständlich werden. Wir haben heute gemeinsam beschlossen, dass wir den kommenden kleinen Parteitag, der für den Mai geplant war, ersetzen durch einen virtuellen Parteitag. Wir haben dafür heute die Voraussetzungen im Parteivorstand geschaffen. Und dieser virtuelle kleine Parteitag, der wird am 22. Mai stattfinden von 17 bis 20 Uhr.
Alles, was einen Parteitag ausmacht, wird es auch dort geben. Es wird Antragsberatung geben. Es wird natürlich eine Rede des Parteivorsitzenden geben. Wir haben Gäste, unter anderem den österreichischen Bundeskanzler, der zugeschaltet sein wird. Das heißt, alles, was einen Parteitag an Diskussionen, an Mitmachen, auch an Entscheiden ausmacht, wird hier gegeben sein. Wir freuen uns, dass wir das im Mai realisieren können. Wir haben dann darüber gesprochen, wie wir auch insgesamt die Parteiarbeit wieder hochfahren können. Denn klar ist, die Demokratie darf nicht pausieren, auch in Krisenzeiten nicht. Und so darf auch Parteiarbeit nicht pausieren. Das heißt, wir fahren jetzt die digitale Parteiarbeit hoch. Wir definieren, wir gestalten Parteiarbeit neu. Und zwar vom Ortsverband bis an die Parteispitze. Da werden Videokonferenzen, da werden virtuelle Mitgliederempfänge ganz selbstverständlich sein. Es wird regelmäßig auch Live-Formate geben, CSU Live mit dem Parteivorsitzenden. Die Premiere hatten wir schon. Es wird viele andere Veranstaltungen mehr geben. Es ist so eine Art CSU-TV, nämlich live auf allen Kanälen, zum Teil auch nur exklusiv für unsere Mitglieder. Und wir haben heute auch eine weitere Voraussetzung geschaffen. Wir haben die Online-Mitgliedschaft, die der Parteitag bereits im vergangenen Herbst ermöglicht hat. Wir haben die heute mit Richtlinien versehen. Damit ist auch in der Zukunft möglich, bei der CSU online sich zu engagieren, online Mitglied zu werden. Noch ist nicht alles möglich, was wir uns gerne wünschen würden. Und deswegen auch an der Stelle der Hinweis, natürlich gibt es hier auch noch Erneuerungsbedarf bei den entsprechenden gesetzlichen Grundlagen. Das Parteiengesetz muss dauerhaft ertüchtigt werden dafür, dass Parteien alle digitalen, alle Online-Möglichkeiten vollumfänglich ohne rechtliche Einschränkungen nutzen können. Auch das ist eine Aufgabe, die wir in den nächsten Wochen noch in Berlin gemeinsam zu bewerkstelligen zu haben. Für den Moment kann ich sagen, ja, wir fahren die Parteiarbeit wieder hoch und ja, auch Volksparteien dürfen nicht pausieren. Deswegen erleben Sie gerade eine große Beschleunigung der CSU am Weg zur digitalen Volkspartei. Vielen Dank. Es gibt einige Fragen der Journalisten. Zunächst Christoph Trost von dpa und ähnlich Christina Lewinsky von Sat.1. Ich fasse das zusammen. Wie bewerten Sie die Äußerungen von Herrn Schäuble, der unter anderem gesagt hat, wenn ich höre, alles andere habe vor dem Schutz von Leben zurückzutreten, dann muss ich sagen, das ist in dieser Absolutheit nicht richtig. Ein wichtiger Meinungsbeitrag, wie so viele in diesen Tagen, und die fließen jede Abwägung natürlich mit ein. Die nächste Frage von Alexander Puhl vom ZDF und ähnlich auch von Kollegen des BRs, Nürnberger Nachrichten und Süddeutsche Zeitung. Was sagen Sie zur Erklärung des obersten Bayerischen Verwaltungsgerichts, nachdem das Öffnungsverbot für Läden über 800 Quadratmetern verfassungswidrig sei? Also nächstes Mal, ich habe das Urteil jetzt auch noch überfliegen können, erst einmal gibt es für diese Woche keinen Änderungsbedarf. Das Gericht hat erklärt, alles für diese Woche ist okay. Also alle Hoffnungen oder alle Wünsche oder allen Sorgen, dass sich die Woche etwas ändert, findet nicht statt. So. Das heißt, wir überlegen uns, das wollen wir ohnehin tun, wie wir mit nächster Woche dann umgehen, wie wir das entsprechend einschätzen. Interessant, das Gericht hat wohl offenkundig den Fahrrad- und den Buchhandel kritisiert, dass dort eine Öffnung über die 800 Meter, so wie es auf Bundesebene vereinbart wurde, nicht als zulässig erachtet wird. Das heißt, wenn man dem Gericht folgt, dann der Fahrrad- und Buchhandel eben auch nicht mehr als 800 Quadratmeter haben. Also im Grunde genommen ist das eher eine Sicherheitsmaßnahme und bestätigt den umsichtigen Kurs gegenüber den etwas lockeren Kurs des Bundes. Wir werden es aber jetzt einmal in Ruhe nochmal bewerten. Für die Woche ändert sich nichts und für nächste Woche schauen wir dann, wie es weitergeht. Das hängt halt auch sehr davon ab, wie sich jetzt die bisherige Situation in der Realität, in der Praxis bewährt. Aber aus unserer Sicht ist das jetzt kein, wir haben es erwartet, dass dazu Vorschläge gibt. Ich bin auch dankbar, dass das Gericht eine Entscheidung getroffen hat. Wir hatten nämlich am vergangenen Freitag 5 Urteile des Verwaltungsgerichte. 3 haben gesagt, das ist okay. 2 haben gesagt, da muss man was ändern. Das ist eine haltbare Situation. Jetzt haben wir eine Entscheidung, an der werden wir uns dann orientieren, logischerweise. Aber das ist jetzt kein Angriff auf die Regelungen, sondern nur eine aus unserer Sicht Präzisierung. Und die werden wir dann natürlich entsprechend umsetzen und auch vornehmen. Herr Polz von Reuters fragt, sollte der Bund der Lufthansa mit einem Kredit, mit einer stillen Beteiligung oder mit einer klassischen Kapitalbeteiligung helfen? Welche Bedingungen sollte der Bund stellen? Ist es auch für den Freistaat Bayern eine Option, sich zu beteiligen? Wenn ja, in welcher Form? Und noch eine dritte Frage. Teilen Sie die Einschätzung des Kanzleramts, dass die Entwicklung der Corona-Pandemie
künftig regional unterschiedliche Beschränkungen erfordern kann. Lufthansa habe ich, finde ich, eigentlich schon alles dazu gesagt. Natürlich ist es wichtig, die Lufthansa zu retten. Und die Lufthansa ist ein systemrelevantes Unternehmen für Deutschland, das kann man wirklich sagen. Deswegen ist das also wirklich wichtig. Alle Rettungsmaßnahmen sind denkbar, so ein Paket denkbar aus all den Maßnahmen. Wichtig ist mir nur, dass man eher daran arbeitet, quasi als stiller Teilhaber zu operieren, denn als Aktionär, dass man eher mithilft, durch die Krise zu kommen und dann auch wieder diesen Flieger verlässt. Bei der nächsten Zwischenstation da wieder aussteigt. Ich bin nicht dafür, dass wir eine dauerhafte Verstaatlichung der Lufthansa erwägen. Bin ich nicht dafür. Und das Letzte, regional, habe ich eigentlich auch erklärt. Natürlich ist das etwas. Wir haben es ja auch so gemacht in Bayern. Wir haben zum Beispiel in Tirschenreuth schneller als andere in extremen Krisensituationen schnell reagiert, konsequent reagiert. Das Ergebnis war auch dann dort, dass man den Hotspot Stück für Stück mit den örtlichen Kommunalpolitikern zusammen sehr gut geregelt hat. So etwas haben wir auch in Rosenheim gemacht. Wir haben zum Beispiel erlaubt, dass die Maskenpflicht in Rosenheim und in Straubing vorgezogen wird, weil dort das Infektionsgeschehen höher ist. Ja, natürlich ist das notwendig. Meine Sorge im Moment ist aber, dass eher umgekehrt ist. Ich glaube, dass einige Länder, die bislang weniger Probleme damit zu tun hatten, durch zu schnelle Öffnungen auf Dauer wieder stärker in den Fokus der Probleme rücken. Insofern ist es unweigerlich so, dass wir regional unterschiedliche Zahlen bekommen werden. Für Bayern kann ich nur dabei bleiben. Der Kurs der Umsicht und der Vorsicht, der Kurs der Erleichterung mit Schutz und der Kurs, dass ein Konzept auch stehen muss, bevor man es verkündet, dieser Kurs, der bleibt auch die Leitlinie und Philosophie der Staatsregierung, jedenfalls des Ministerpräsidenten. Franziska Troger von München TV fragt, es ist schon verwirrend für viele, dass Bayerns Wirtschaftsminister ganz andere Dinge in Bezug auf Wiesen- und Gastroöffnung fordert als sein Chef, der Ministerpräsident. Wie kommentieren Sie die Koalitionsdisziplin in Bayern? Sind Sie beide noch auf einem Kurs? Entscheidend ist in jeder Koalition die Beschlüsse. Und die Beschlüsse der Staatsregierung werden nicht nur einstimmig gefällt, sondern auch einheitlich vollzogen. Natürlich hat ein Wirtschaftsminister, der noch Parteivorsitzender ist, natürlich auch eine andere Drucksituation. Drucksituation von den Verbänden, die ihm nahestehen. Und deswegen sind es wichtige Argumente, die eingebracht werden können. Im Bereich Oktoberfest liegt die Alleinentscheidung allerdings nur bei der Stadt München. Insofern, glaube ich, hat es auch nichts mit Koalition zu tun, sondern eher ein Antrag wäre das sozusagen an die Landeshauptstadt. Ich kenne allerdings die Meinung der Landeshauptstadt, auch des Oberbürgermeisters, der aus meiner Sicht extrem verantwortungsbewusst dabei entscheidet. Ich glaube, dass uns eine Mini-Wiesen oder eine Kleinwiesen wenig bringt. Denn ehrlicherweise führt es doch dazu, dass die Marke Wiesen beschädigt wird. Und das können wir alle nicht zulassen. Deswegen bleibe ich dabei, die Entscheidung der Landeshauptstadt halte ich für vertretbar und richtig. Trotzdem ist es immer gut, Argumente zu wägen. Und wenn Neues dazukommt, wird es auch immer wieder bewertet. Also die Zusammenarbeit ist insgesamt sehr, sehr gut. Heute habe ich sogar gelesen, dass eine große Unterstützung für alle möglichen Ämter da dahinter steht. Also ich kann über Hubert Aiwanger nichts Negatives sagen. Im Gegenteil, eine menschlich außerordentlich gute Zusammenarbeit. Und dann haben wir noch Fragen von der Süddeutschen Zeitung. Lisa Schnell, wie wird am 1. Mai mit dem Versammlungsrecht verfahren? Sie sagen, es könnte Ende der Woche über weitere Erleichterungen nachgedacht werden. In welchen Bereichen und wie konkret könnte das aussehen? Und bleibt es dabei, dass die Kitas mit als letztes geöffnet werden sollen und warum? Also erstens ganz einfach, wir werden es in der Woche genau überlegen und dann entscheiden, wie es weitergeht. Das gilt für alle Bereiche. Ich habe das vorhin, glaube ich, relativ klar gesagt. Das Zweite, wir werden morgen im Kabinett über das Thema Versammlungsrecht reden und über das Thema Gottesdienste. Für den 1. Mai hat das Innenministerium bereits entsprechende Vorsorge getroffen. Auch das wird morgen nochmal bewertet. Auch da kann man nochmal nachfragen beim Innenministerium. Ja, vielen Dank. Weitere Fragen liegen nicht vor. Vielen Dank fürs Zuschalten und bis bald.